Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Heute zu Gast ist das schwarze Vakuum mit dem Felix und dem Darius. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und der Dennis ist mit dabei. Der Dennis ist auch mit dabei und wir spielen heute Wenn ich du wäre. Haben wir schon mit der Entitus-Schule gespielt und ich will ganz lang rumschnacken. Ab in die Runde. Bis gleich. Dennis. Ja? Hast du ein Gen bei dir? Nein. Ich dann einfach Dennis, wenn ich du wäre, würde ich den nächsten Gen so antippen quasi. Also nicht dauerhaft reparieren, sondern dieses Antippen loslassen. Also reparieren. Genau. Genau, richtig. Genau. Okay. Ich musste wissen, sollte ich auch gegen Dennis sein? Das ist ja... Jetzt kann ich alles raushauen. Na, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt an den Generator setzen und den so lange durchziehen, bis der fertig ist. Ihr veräppelt mich. Wenn der Killer kommt, dann lässt sich halt einmal schlagen, aber du ziehst den durch auf Kampf. Darius, wenn ich du wäre, würde ich mich mal retten gehen. Würde ich nicht, wobei wenn ich ja du wäre, bin ich ja du, nicht mich. Darius, wenn ich du wäre, würde ich den Detective Tap vom Haken runterholen. Jetzt sind wir, glaube ich, in einem richtigen Satz. Lukas, wenn ich du wäre, machst du einen Fluchtversuch. Kann ich den machen, wenn Darius da war? Also kurz davor? Nein, ja. Oh, was denn jetzt? Toll. Darius, wenn ich du wäre, würde ich mich mal verarzten. Genau. Wir werden gerade gejagt. Ich. Dennis, wenn ich du wäre, würde ich die nächsten 10 Sekunden keine Paletten benutzen. Du willst aber schon, dass wenn ich dich verarzte, ich vorher umfalle, bevor ich dich fertig verarztet habe. Ja, dann bin ich ja dann da, um dich dann hoch zu heilen. Ja, du schlampig, ja. Oder? Das schaffen wir, Darius. Los, los! Ja, oh! Oh, echt jetzt? Nee, ich soll dich ja retten. Warte mal. Hast du ja nicht gesagt, dass ich dich sicher retten soll? Darius, du... Du nimmst es aber. Oh, willst du denn von mir, du? Saugraubiges Etwas. Alter, das ist der DBD-Spruch. Das ist der DBD-Spruch des Jahres. Darius, du hast nicht gesagt, dass es eine sichere Rettung sein soll. Hallo, ich kann dann die Aufgabe von Felix anknüpfen. Er hat ja gesagt, wenn es das Item an einen Zufliegen geben, ich frage, wenn es eine Toolbox ist, die zu dem Dennis und der muss einen Haken reduzieren. Das ist gut, okay, Moment. 2000 Jahre später. Warte. Warte mal, ich gehe jetzt in die... Du darfst nicht mehr die rein, du musst jetzt singen. Singen, toll. Ja. Oh, so, das wollte ich so aber, cool. Aber so rappen oder so Gospel? Nee, oder Klassik. Klassik, okay. Ja. Aber bitte auch in Latein, ja. Latein, toll. Weil ich bitte singe in Latein. Warte mal, Google-Übersetzer, Moment, warte mal, das machen wir jetzt. Doch, den Spaß, den gönne ich mir jetzt. Moment. Moment. Also in Latein singen. Das ist ja super. Übersetzer. Dennis hat den letzten Gen, Darius. Dennis, wenn ich du wäre, jeden Skillcheck jetzt nur noch großartig, dass Darius es schafft. Oh, haha! Also. Irgendwann werden sie ungeduldig. Ja. Lukas, ich bin nicht sicher. Mhm. Ja, ich bin doch aber am Übersetzen gerade. Also, es dauert noch ein bisschen. Moment. Ja. Der Dennis ist manchmal so ein Kunde, ne? Ich sag ihm, mach jeden Skillcheck großartig, was macht er? Er fängt an, den Gen nur noch anzuziehen. Ja gut, das ist sehr unvertretend. Er umgeht das Ganze einfach. Naja, wenn ich keinen Check kriegen, kann ich keinen machen, ne? So, Latein. Oh, weia. Oh Gott. Er kommt! Ich kann ja die Challenge gar nicht machen, weil das Ausgangstor noch gar nicht bereit ist. Oh Mann!
Du hast jetzt also wirklich die ganze Zeit genutzt, um eine Challenge zu nehmen, die wir noch nicht machen können, um sie in der Zeit zu suchen und dann zu merken, dass du eine halbe Zeit gegoogelt hast, dass es nicht möglich ist. Ja. Mensch, Respekt. Das ist einfach Premium, ne? Ja, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt losgehen, eine Truhe plündern und irgendjemand von uns das Item geben. Ich fand die Aufgabe ganz cool und... Ich fand die blöd. Grüne Füße bekommen da halt. Egal. Oh, das war mal so dumm. Ja, Dennis hat schon den grünen Schlüssel, Dennis. Ja, ja, ich dann macht die Luke leider nur halb auf, ne? Ja, genau. Dennis und ich, wir hatten eine wollten da was aufnehmen und wir hatten eine rote Karte und ich sollte einen Schlüssel mitnehmen. Und Lukas nimmt statt den roten Schlüssel den grünen Schlüssel mit und packt aber komplett voll mit den Sachen, damit du das den Schlüssel sichern kannst, wenn du stirbst. Ja, Dennis, wenn du das nächste Mal wahnsinnig frei bist, dann gehst du in den Keller, um dich da auszusnippen. Boah. Ja. Das ist eine gute Idee, David. Was denn, Phase 3? Muss ich in den Keller gehen, um dich hochzuheilen? Nee, also wenn du hier maximal Wahnsinn hast, dann gehst du in den Keller und heilst und... Okay, alles klar. Dennis, wenn ich du wäre, würde ich nicht rausgehen, sondern mich davor so niederschlagen lassen. Oh nein. Du musst bei der Hecke stehen. Abzuschätzen, wo die... An der Hecke. An der Hecke, wo die Hecke anfängt. Dennis, wenn ich... Du bist ein Arsch, Lukas, du bist nicht der Arsch. Ich würde mal sagen, das war Verrat in den eigenen Reihen. Vielen Dank an das Schwarze Vakuum, die mit uns das Video gemeinsam gemacht haben. Ich verlinke euch jetzt einfach unten in die Infobox das Video von den beiden. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr dasselbe nochmal sehen wollt oder ihr anderen Stuff von Dead by Daylight sehen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Runde von Dead by Daylight oder von einem anderen Genre. Bis dahin, macht's euch gut, macht's besser, eure Gamer der Apokalypse. Ciao, ciao.